Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Einen wunderschönen Sonntag. Wunderschön, dass du zur heutigen Folge wieder mit dabei bist. Und ich habe heute wieder ein Interview, wo ich mich sehr darauf freue. Ich habe heute die Leonie bei mir. Und Leonie hat im April Soul Food gemacht. Und wie sie selber sagt, hat sie eigentlich mit dem Thema Körper und Essen zu kämpfen, seitdem sie denken kann. Das wird sie euch aber gleich selber erzählen. Und deswegen erstmal, Leonie, wunderschön, dass du hier bist. Und ja, wenn du Lust hast, darfst du dich gerne mal einmal vorstellen. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Das ist tatsächlich auch meine Premiere, in einem Podcast mit dabei zu sein und aktiv was beizutragen. Und es ist natürlich auch irgendwie so ein Herzensthema und von daher bin ich natürlich auch froh, wenn ich da irgendwie der ein oder anderen, weiß ich nicht, irgendwie Inspiration bieten kann oder, weiß ich nicht, irgendwie helfen kann mit dem, was ich hier so sage. Und ich merke gerade auch, dass ich ziemlich nervös bin. Das ist aber, glaube ich, auch ganz normal. Das gibt sich bestimmt auch. Und ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich würde aber gerade mal anknüpfen an das, was du gesagt hast, dass das Thema mich eben eigentlich schon sehr, sehr lang begleitet. Und so ist es auch wirklich. Ich habe vor Soul Food irgendwie gedacht, okay, ja, das Thema, das hat irgendwie so in der Pubertät begonnen, so mit 15. Das ist ja auch gerade das Alter, in dem man sich so nach außen oder sehr stark nach außen orientiert ist und dann man sich auch sehr stark mit dem Körper beschäftigt. Und letztlich habe ich dann in Soul Food tatsächlich herausgefunden für mich, dass das Ganze halt wirklich einfach schon viel, viel eher begonnen hat. Und das waren halt alles Sachen, die ich im Rückblick eben dann als Zeichen deuten konnte, eben, dass das Thema Körper einfach schon da sehr viel Raum eingenommen hat und für mich einfach so ein, oder das Essen für mich einfach wirklich so eine Kompensation war. Und das habe ich so nie begriffen. Und das war für mich einfach total spannend zu sehen und dann irgendwie auch nicht mehr verwunderlich, wenn man sich anguckt, was dann da alles so Themen waren in der Kindheit so, genau. Ja, erst nochmal, um auch auf deinen ersten Punkt anzuknüpfen, dafür auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Ich weiß, dass es halt auch immer ein bisschen Überwindung kostet, weil klar, wir machen uns in dem Moment jetzt gerade bei dem Thema, was wir so lange irgendwie versuchen auch zu verstecken, zu verheimlichen, wofür wir uns schämen, machen uns jetzt gerade maskenfrei. Und ich finde es so schön, dass immer mehr Frauen jetzt auch sagen und bereit sind, diese Masken fallen zu lassen und zu sagen, ich muss mich dafür nicht schämen. Ja, es ist ein Ausdruck, ich habe das mitgenommen, mein Schutzsystem hat dafür gesorgt, dass ich über das Thema Essen und Körper irgendwie mit bestimmten Themen besser klarkomme. Und das finde ich ganz, ganz stark. Und ich weiß, dass das ein großer Schritt ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal meine Geschichte geteilt habe. Deswegen, ja, danke an dieser Stelle nochmal dafür. Vielleicht magst du noch ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast gesagt, das Thema Essen war sehr präsent. Wie hat sich das denn ausgedrückt bei dir? Also ich gehe jetzt mal zurück in meine Kindheit. Das war so, dass ich als Kind irgendwie, also im Endeffekt war es so, dass in unserer Familie ganz oft irgendwie so der Körper auch irgendwie thematisiert wurde, sei es von Tanten, Onkels, Opa, Oma irgendwie, du bist aber ein Moppel, du isst aber viel oder du siehst aber so und so aus. Und dann ist es für mich jetzt in der Retrospektive auch gar nicht verwunderlich, dass ich irgendwie da natürlich sehr stark auf meinen Körper fixiert war und mich mehr vielleicht mit meinem Körper, wie er aussieht, identifiziert hat, als mit dem, was mich als Kind zu dem Zeitpunkt eigentlich ausgemacht hat, weil der Fokus einfach viel mehr auf dem Körper lag. Und so habe ich dann als Kind oft, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, zum Beispiel ein Beispiel, im Kindergarten gab es Kaber
Und es war jetzt nicht so, dass zu Hause irgendwie meine Mutter irgendwie viele Sachen verboten hätte oder so an Essen. Aber es gab doch immer wieder die Situation, dass ich einfach viel zu viel dann gegessen oder getrunken habe und mich dann erbrochen habe, weil es zu viel war. Oder ich habe Essen, bestimmte Mahlzeiten kombiniert, die einfach nicht zusammengepasst haben. Und mein Körper hat dann eben rebelliert. Und da wurde mir da einfach jetzt nochmal klar, dass ich schon damals irgendwie halt keinen Stopp so hatte irgendwie. Also, oder ich bin halt über diese Grenze hinausgegangen. So, ich war eigentlich ja satt oder es hat überhaupt nicht zusammengepasst und ich habe es trotzdem getan. So. Und dann gab es halt die Quittung dafür. Und das waren halt letztlich alles Zeichen oder sind für mich jetzt Zeichen, die darauf hindeuten, okay, das ist halt nicht normal gewesen, dass man sagen kann, ja, ein Kind trinkt so viel, dass es dann am Ende irgendwie bricht und das dann mehrfach. Und kann vielleicht mal vorkommen, aber wenn es öfter vorkommt, finde ich es dann irgendwie nicht mehr normal. Und das ist mir eben durch Soul Food bewusst geworden. Und das hat sich dann im Endeffekt so fortgeführt. Also, dass ich oft irgendwie so, weiß nicht, auch so komische Sachen gegessen habe. Und dann auch wirklich immer so über den Hunger hinaus und oft gesnackt, auch wenn ich gar keinen Hunger hatte. Und irgendwann fing es dann auch an, so in der Pubertät, als dann wirklich nochmal das Thema Körper auf eine andere Art und Weise interessant wurde vielleicht auch, weil der Körper verändert sich ja dann auch, man wird irgendwie runder, weiblicher und so weiter, kam es dann auch, dass ich halt zugenommen habe und mich auch einfach so gar nicht mehr, also nicht, dass ich mich davor irgendwie schön gefunden hätte, das war auch so ein Thema, dass ich mich irgendwie sehr oft in ganz vielen verschiedenen Bereichen abgelehnt habe, auch eben auf der körperlichen Ebene und da dann halt nochmal verstärkt. Und dann hat es auch tatsächlich angefangen, so mit 14, 15, dass ich mich dann tatsächlich auch von selbst, also aktiv erbrochen habe zum Beispiel. Also ganz klassisch dieses Essbrechen, also Binge-Eating dann. Und ich hatte mich damals dann auch einer Freundin geöffnet und die hatte dann auch gemeint, ich muss das lassen, aber mir war das in der Konsequenz gar nicht so bewusst und was das eigentlich mit meinem Körper macht, ich habe das total ausgeblendet und habe da auch dann mit gar niemandem mehr drüber geredet. Das war irgendwie so ein Teil meines Lebens dann fast schon und genauso wie es normal war, irgendwie auch meinen Körper abzulehnen, also ihn einfach nicht schön zu finden und auch wirklich, wirklich hart mit mir zu sein, also mich auch teilweise nicht im Spiegel angucken zu können oder wenn ich mich angeguckt habe, dass ich dann irgendwie immer so solche Hassgefühle und solche Ekelgefühle hatte und das war dann einfach so ein Teufelskreis und das hat sich halt einfach zugespitzt. Ich meine, es gab Phasen, in denen es besser lief und dann gab es wieder Phasen, in denen es schlechter lief und jetzt zuletzt, weshalb ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, ich mache Soul Food, war dann, weil ich dann wirklich glaube ich, also das Ganze hatte sich dann einfach nochmal krass verschärft, weil ich so ein Online-Programm gemacht habe und da wurde halt so eine gewisse Ernährungsform propagiert, also wie viel man davon und wie viel man davon essen soll und es war so eine bestimmte Telleraufteilung, eigentlich komplett bescheuert, aber ich habe das dann halt gemacht und mit dem Ziel eigentlich meine Hormone die komplett durcheinander waren, in den Griff zu bekommen. Und das Ganze hatte sich dann aber ziemlich schnell gewandelt und es ging immer mehr auf den Fokus Körper und ich bin dann tatsächlich wirklich da noch krasser reingerutscht, als ich es eh schon war. Habe ziemlich viel Gewicht verloren in sehr kurzer Zeit und habe sehr restriktiv gegessen, habe mich immer wieder übergeben. Und er war wirklich auch, sag ich mal, in einem kritischen Bereich langsam. Und ich habe es an der Haut gemerkt. Ich habe es an meiner Periode gemerkt, die ich verloren habe in dem Zeitraum. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, jetzt das geht so einfach nicht mehr weiter. Ich kann doch nicht mein Leben lang so essen. Das kann es doch nicht sein. Und dann, ich habe meine Tage nicht. Irgendwas stimmt hier gerade ganz gewaltig nicht. Und das war dann der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich muss was ändern. Habe dann tatsächlich erst noch so ein Hormoncoaching ausprobiert, nur um dann zu merken, okay, also irgendwie versuchst du gerade so die Symptome zu behandeln, aber an der Ursache, an der Wurzel machst du nichts. Und
bin dann also wirklich in der Bewerbungsphase auf Soul Food gestoßen. Ich kannte das davor nicht und das war wirklich wie so ein Wink des Schicksals irgendwie, dass ich dieses Hormoncoaching geschmissen habe und gesagt habe, okay, ich gehe jetzt wirklich all in mit Soul Food und das war das Beste, was ich hätte machen können. Genau. Und jetzt sind wir hier, 5 Monate später. Genau. Wow, ja, vielen Dank fürs Teilen erstmal. Und ich finde das auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da gerade ansprichst mit dem Coaching, was im Prinzip dann wieder an dein Essverhalten ging, womit wir versuchen, dann auch auf der Ebene unser Essverhalten wieder in den Griff zu bekommen. Na, weil das ist natürlich auch etwas, was ich gerne mal höre und öfter mal höre. Man weiß ja irgendwo, okay, ich habe ein Thema, irgendwie läuft hier was nicht normal und jetzt versuche ich irgendwie wieder was in den Griff zu bekommen, also eigentlich wieder zusätzliche Kontrolle aufzubauen. Na, und ich glaube, die Erfahrung durften jetzt schon oder dürfen wir ständig immer wieder machen, dass das auf der Ebene nicht funktioniert. Deswegen finde ich schön, dass du das auch nochmal einmal teilst, dass das eigentlich alles noch viel schlimmer gemacht hat. Na, weil erstmal ist das ja so, ist eigentlich ein ganz sinnvoller Weg so vom Kopf her. Ne? Okay, irgendwie gerate ich ständig außer Kontrolle, dann versuche ich es halt zu kontrollieren und irgendwie in den Griff zu kriegen und baue zusätzliche Disziplin da irgendwie auf. Ja, also ist ein wichtiger Punkt, dass du das gerade auch nochmal mitgeteilt hast. Okay, ja, ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Überblick. Ich bin mir auch sicher, dass viele Frauen sich an dieser Stelle wiederfinden können. Und vielleicht gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Vielleicht möchtest du mal erzählen, als dann Soul Food begonnen hat, was waren vielleicht so deine krassesten Erkenntnisse, die du mitgenommen hast? Was hast du anders gemacht als vorher? Also ich glaube, der krasseste Game Changer war einfach mal, sich grundsätzlich in der Tiefe mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die man davor irgendwie vielleicht, von denen man vielleicht eine Ahnung hatte, dass die da sind, aber mit denen man sich doch irgendwie nicht auseinandergesetzt hat. Und ich muss dazu sagen, dass ich gerade auch in Therapie bin. Das sage ich jetzt auch an der Stelle nochmal, weil ich mir vorstellen kann, dass viele vielleicht auch eine Therapie machen und da vielleicht auch merken, irgendwie, man erhofft sich mehr davon und es führt einen auch irgendwie nicht so richtig zu so einer Zufriedenheit mit sich irgendwie. Und so war es halt auch bei mir. Ich habe die Therapie halt angefangen, weil ich halt gehofft habe, dass ich dadurch irgendwie, ja, ich sag mal nicht Heilung erfahre, aber halt irgendwie mehr zu mir finde. Und letztlich habe ich halt feststellen dürfen, dass dieser eine Termin pro Woche, den ich hatte, dass das im Endeffekt ein Tropfen auf den heißen Stein war. Ich bin da mit vielen Themen in Berührung gekommen und das war für mich dann zu Beginn von Soul Food auch vielleicht ein Vorteil, dass ich manches einfach schon wusste. Aber wie sehr das dann nochmal in die Tiefe gehen würde und wie sehr ich dann mit Hilfe von Soul Food auch einfach nochmal ganz oft mein Verhalten hinterfragen kann, da haben sich ganz viele Dinge aufgetan, wo ich so dachte, boah, krass, da hätte ich irgendwie nie gedacht, dass das dahinter steckt und dass das vielleicht ein Auslöser ist oder ein Grund. Und deshalb war für mich wirklich so diese Arbeit mit der Vergangenheit auch irgendwie, und auch wenn man nicht immer einen Zugriff dazu hat, aber einfach sich da reinbegeben und mal zulassen, dass man da reingeht und was auch spüren darf, das war für mich einfach wirklich so ein Schlüssel, neben tatsächlich der Begleitung in Form von 1:1 mit der ich megamäßig dankbar bin für ihren Support die ganze Zeit, und das war einfach mega wertvoll, weil sie mich immer wieder auf meine blinden Flecken hingewiesen hat, auch immer wieder gesagt hat, so also ganz wertfrei auch, was sie halt wahrnimmt, was sie sieht, was halt gerade los ist, einen vielleicht auch mal gebremst hat, aber dann auch gepusht hat und gesagt hat, du musst ins Handeln kommen. Und das war für mich tatsächlich ein Riesenpunkt, weil ich habe ganz viel mit dem Thema Perfektionismus zu kämpfen, auch dass ich immer sage, oh, es muss genau so und so sein. Und das war zu Beginn von Soul Food so ein bisschen so, dass ich immer alles perfekt machen wollte und immer alles sofort, und ich hatte Angst irgendwie, dass ich einen Fehler machen könnte und dass ich dann scheitern könnte, bis ich halt echt gemerkt habe, okay, es geht hier nicht irgendwie drum, ob ich irgendwas richtig oder falsch mache, sondern es geht darum, meinen Weg zu gehen irgendwie, und es geht gerade gar nicht darum, ob ich jetzt die 5. Übung mache, sondern dass ich für mich meinen Weg finde, wie ich ihn gehen kann. Und dann war für mich eben so das
Krasseste, was in den letzten Wochen einfach wirklich nochmal so voll reingekickt hat, glaube ich, dieses wirklich aus mir rauskommen, mir Raum nehmen, mir Platz nehmen, weil ich mir das all die Jahre nicht zugestanden habe, irgendwie außerhalb von meiner Familie oder außerhalb von meinem Freundeskreis, von denen ich ja wusste, die werden mich jetzt nicht irgendwie verlassen oder schräg angucken, sondern wirklich in die Welt rausgehen und Dinge tun, auf die ich Lust habe, irgendwie Dinge ausprobieren, mich was trauen, mutig sein und dann festzustellen, okay, ja, war ja gar nicht so schlimm, ne? Und dann wirklich auch so daran zu wachsen. Also ich habe jetzt auch irgendwie, neulich habe ich, ich habe eine Pole Dance-Schnupperstunde gemacht, ich habe eine Fitnessboxen-Schnupperstunde gemacht. Ich gehe jetzt immer öfter irgendwie in solche Pubs und da gibt es so Quizabende, was mega Spaß macht. Und also ich bin viel aktiver, ich komme viel mehr aus mir raus und bremse mich nicht immer mit solchen Gedanken, oh Gott, was könnten die anderen denken, sondern ich mache einfach. Und das war, glaube ich, so für mich irgendwie die größte Erkenntnis und damit verbunden auch so ein Loslassen irgendwie von so, ja, Sachen, die mich davor irgendwie zurückgehalten haben. Genau. Okay, du hast so viele wertvolle Punkte gerade angesprochen. Erster Punkt vielleicht, um den Hörer gerade nochmal oder Hörerinnen gerade abzuholen, weil du von Chiara gesprochen hast, weil ich glaube, ein paar hören das gerade und denken, hä? In Soul Food ist es ja so, dass man wählen kann, möchte ich den Kurs alleine durchlaufen, möchte ich das Gruppencoaching haben, möchte ich einen Coach an meiner Seite haben oder möchte ich auch mit mir 1:1 arbeiten. Also Leonie hatte die Variante mit dem Coach gewählt, ne? Und das ist die Chiara, die dich damit betreut hat, nur um da nochmal ganz kurz vielleicht Klarheit an dieser Stelle zu schaffen. Und ansonsten, ja, um da vielleicht nochmal einzusteigen in das Thema Loslassen. Und das ist mitunter einer der wichtigsten Punkte. Du hast es jetzt schön beschrieben, auch im Bereich, ich höre einmal auf, drüber nachzudenken, was die anderen denken. Ich mache einfach mal, ohne vielleicht in dem Moment erstmal die Worst-Case-Szenarien mir durchzugehen und so weiter. Und vielleicht sind jetzt auch gerade wieder ein paar, die denken so, okay, was hat das mit dem Thema Essen und Körper zu tun? Um auch da vielleicht nochmal so ein bisschen Klarheit gerade zu schaffen. Die innere Sicherheit, die wir damit aufbauen, dass wir immer wieder erfahren dürfen, okay, ich lasse los, ich lasse Kontrolle los, die wir ja die ganze Zeit über das Thema Körper und Essen versuchen aufzubauen, wirkt sich halt aufs ganze System aus. Also immer wieder, wenn wir die Erfahrung machen, ich bin in mir sicher, ich kann mir vertrauen, es passiert ja gar nichts, dann haben wir dadurch eine Chance, innere Sicherheit aufzubauen, die sich dann natürlich wieder auch auf das Thema Körper und Essen zurückführen lässt. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass du das Thema Therapie nochmal angesprochen hast, weil ja, das ist halt genau der große Unterschied von ich bleibe im Kopf oder rede auch über meine Vergangenheit, was natürlich super, super wichtig und wertvoll ist, aber trotzdem, ich sage immer, Soul Food ist eigentlich das Leben. Na, also die Soul Food übertragen in den Alltag, in das Leben und da anzuwenden, da finden eigentlich die echten und tiefen Veränderungen statt. Und da nicht nur vom Kopf her, sondern auch wirklich vom Unterbewusstsein her und von unserem System, was einfach nach und nach wieder in Sicherheit kommen darf. Jetzt hast du auch vorhin gesagt, du warst sowieso, du hast versucht, immer alles so im Griff zu haben. Wie drückt sich das heute noch so aus? Ich habe von Chiara so ein kleines Stichwort bekommen, Thema Rom. Hast du Lust, das zu teilen? Ja, also genau dieses Thema Kontrolle. Ich glaube, das spielt ja, oder das ist ja so der Kern eigentlich, so von allen, die irgendwie mit dem Essen ein Problem haben, weil wir dadurch ja versuchen, irgendwie Kontrolle über was zu behalten, was ja so gar nicht funktionieren kann. Und das war natürlich Kontrolle bei mir in allen möglichen Bereichen und immer versuchen, alles richtig zu machen, bloß keinen Fehler machen und immer die Erwartungen zu erfüllen. Also gerade auch die Erwartungen, die vielleicht von der Familie eingestellt wurden. Und das war natürlich auch viel so irgendwie, was macht man beruflich? Findet die Familie das gut? Oder was macht man in seiner Freizeit? Welche Freunde hat man? Ne? Welche Überzeugung hat man? Und da war ich eben, oder da bin ich immer mehr auf so einem Weg, dass ich sage, okay, ich gehe mehr danach, was mir einfach im Hier und Jetzt einfach gut tut. Weil ich war immer so sehr darauf bedacht und auch zu Beginn von Soul Food irgendwie so,
wenn ich das gemacht habe, dann löst sich mein, dann habe ich keine Probleme mehr mit dem Essen. Ich hatte keine richtige Ahnung, was passieren würde. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass passiert, was jetzt passiert ist, worauf ich gerade zu sprechen komme. Ich habe immer versucht, so die Zukunft so sehr zu kontrollieren. So dieses, es gibt ja diese berühmte Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren? Und das fiel mir eigentlich schon immer schwer. Das heißt, ich hatte das zu beantworten und ich hatte das schon immer im Gefühl, aber habe trotzdem versucht, mich zu zwingen, da Kontrolle reinzubringen, zu sagen, ja, ich sehe mich hier und das machen. Und letztlich hat mich das aber nie glücklich gemacht. Und stattdessen versuche ich halt, wirklich durch dieses aktive Handeln viel mehr im Hier und Jetzt zu leben. So, was macht mich heute glücklich? Was macht mich diese Woche glücklich? Und daraus Kraft zu schöpfen. Und ich habe eben für mich erkannt, okay, das, was ich beruflich mache, das macht mich einfach nicht glücklich. Und ich glaube, so geht es vielleicht auch vielen, dass sie sich in einem Job gefangen sehen oder fühlen, der sie einfach nicht glücklich macht. Und man versucht, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen und merkt dann aber, ist es das wert? Ist es das wert, dass ich unglücklich bin, nur damit ich meine Familie glücklich mache oder damit ich die Gesellschaft glücklich mache oder irgendwie das Bild von der perfekten Leonie oder sonst wem aufrechterhalte? Und ja, dann habe ich tatsächlich entschieden, und zwar, sorry, ich rede gerade irgendwie so, es sind einfach so viele Eindrücke, nachdem ich im Juli alleine eine Reise nach Rom gemacht habe und da gesagt habe, boah, ich will hier unbedingt mal leben, habe ich einfach für mich festgestellt, okay, was hält mich jetzt eigentlich davon ab, wirklich in Rom zu leben? Und dann habe ich eben geguckt und geschaut, okay, was für Möglichkeiten habe ich? Und also ich bin Sozialpädagogin und Kindheitspädagogin und dann lag es irgendwie nahe, dass ich schaue, gibt es denn in Rom eine deutsche Schule oder einen deutschen Kindergarten? Und dem war so. Und dann habe ich da einfach mal hingeschrieben, was für mich auch erstmal eine Riesenüberwindung war. Weil letztlich kam dann eine positive Antwort zurück. Und so hat sich das jetzt von Ende Juli bis jetzt tatsächlich letzte Woche so ein bisschen gezogen. Und ja, letzte Woche habe ich eine Zusage bekommen für eine Arbeitsstelle dort ab Februar 2022. Und das ist halt mega verrückt, weil ich glaube, vor 6 Monaten hätte mir das irgendwer gesagt, du wirst in knapp einem Jahr in Rom leben, dann hätte ich, glaube ich, gesagt, ja, ganz bestimmt nicht. Ich nicht so. Und das ist einfach mega verrückt, was sich da getan hat, dass ich einfach gemerkt habe, ich mache das für mich und das ist eine Entscheidung für mich und nicht gegen meine Familie oder gegen meine Partnerschaft oder sonst was, sondern ich brauche das jetzt gerade für mich. Ich muss das jetzt gerade erleben. Das ist jetzt gerade dran. Genau. Wieder so viele Punkte, wo ich einsteigen könnte. Alleine das Thema Selbstwert. Ne? Also das ist ja eigentlich so spannend, wenn wir uns diese Themen mal tiefer angucken und sehen, okay, ich bin in meinem Job unglücklich. Eigentlich möchte ich aber meine Familie irgendwie glücklich machen. Vielleicht, weil ich hier immer noch das Bedürfnis habe oder den Wunsch habe, die Anerkennung zu bekommen. Ne? Das Gefühl zu haben, einfach geliebt zu werden, gut zu sein. Na, und das, sich davon zu lösen, weil man einfach auch sagt, so, ich bin gut, wie ich bin und mein Weg ist gut, wie er ist. Na, dafür braucht es halt eine große Portion Selbstvertrauen einfach. Und deswegen auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem unglaublich großen Schritt. Ich finde das immer so faszinierend, weil ich weiß, ganz viele Frauen, also die meisten würde ich sagen, die steigen ein bei Soul Food, weil sie das Thema Essen und Körper lösen wollen. Und am Ende der Reise sieht man so, okay, krass, das Leben dreht sich einfach. Na, und das ist so ein wunderschönes Beispiel dafür. Ja, genau, das ist halt das, was passiert ist im Endeffekt. Ne? Meine Erwartung, mit der ich irgendwie reingegangen bin, so dieses, ja, das Thema Essen und Körper, das löst sich. Das ist einfach, mittlerweile kann ich es wirklich, und ich weiß noch, wie ich damals, als du gemeint hast, so diese Essstörung als Geschenk sehe, ne? Ich habe mir irgendwie schwer damit getan, weil ich es ja so sehr abgelehnt habe. Und das zu verstehen eigentlich, dass das wirklich, dass es der beste Indikator einfach dafür ist, zu sehen, wie geht's mir gerade, das habe ich erst später begriffen. Und ja, dass letztlich auch Soul Food natürlich der Aufhänger, sag ich mal, ist Essen, aber dahinter steckt wirklich so viel mehr und das ist einfach wahnsinnig wertvoll, wenn man das erkannt hat. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass
egal wie holprig diese Reise ist, dass man immer drauf vertraut, und das war für mich auch ein wichtiger Lernprozess, dass selbst wenn ich noch so eine schlechte Phase hatte, und die gab es zur Genüge, dass ich wirklich dann irgendwie meiner Mentorin dann auch geschrieben habe, ja, es ist alles so schrecklich und alles so schlimm und ich wünschte, ich hätte das irgendwie nie gemacht, dann würde es mir jetzt nicht so gehen, weil jetzt weiß ich ja, was irgendwie das Problem ist, und dass man da merkt irgendwie, es wird auch wieder besser, wenn ich eben lerne, mir zuzuhören und für mich einen Weg finde, ja, also da geht es nicht, glaube ich, nicht darum, dass man ein Programm perfekt abarbeitet, sondern wirklich sagt, okay, hey, Meditation macht mir Spaß, dann mache ich das. Und Journal finde ich auch toll. Das ist jetzt so zum Beispiel für mich das Ding, auch zwei Gamechanger. Dann ist es mein Weg und dann ist es gut so. Und dann fließt das irgendwie. Und dann erkennst du auch, Essen ist ein Teil, aber eigentlich geht es wirklich um das Leben. Und das kann sich, wie du sagst, drehen. Kennst du meine Metapher mit dem Wald? Ja, die trifft so mega gut. So. Ja, um die auch mal hier nochmal kurz zu teilen, weil ich finde, das ist einfach genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich sehe das Thema Essen und Körper immer als die Tür sozusagen, die uns eigentlich nur hineinleitet in ja, den Wald, wo wir uns vielleicht vorher nicht getraut haben, einzusteigen. Und in diesem Wald, da ist halt momentan alles noch ungewiss. Da sind halt auch Pflanzen und Tiere und so weiter, die wir nicht kennen und die uns natürlich immer mal wieder vor neuen Herausforderungen stellen. Und deswegen, der Heilungsweg ist natürlich nie linear und immer geht alles nur von jetzt auf gleich, alles gut und jetzt ist alles gelöst, sondern wir kommen halt hier, haben wir erst die Möglichkeit, mit den Tiefen in Kontakt zu kommen, um durch diesen Wald zu gehen, um dahinter die Lichtung sozusagen zu sehen, wo das eigentliche Leben wartet. So sehe ich das Thema Essen und Körper immer. Deswegen sage ich immer, ich weiß, dass es immer total schwierig ist zu greifen, wie du selber sagst. Das denke ich mir so häufig. Hätte ich das damals greifen können, dass das Essen oder das Thema Essen ein Geschenk sein kann? Und ich denke mir häufig, zu gewissen Phasen wahrscheinlich nicht. Aber deswegen finde ich das schön, dass du es auch nochmal so ansprichst und teilst, dass es die Erfahrung ist, denke ich, die man einfach selber machen darf, um dann zu verstehen, wow, hätte ich das Thema nicht gehabt, wäre mein Leben wahrscheinlich irgendwo auf der Stelle stehen geblieben oder ich hätte mich nicht getraut, diese Blockaden zu sprengen, um Frieden zu finden. Ja, absolut. Sehr schön. Dann würde ich auch noch gerne ein ganz, ganz wichtiges Thema ansprechen, was ich von dir mitbekommen habe, wo ich weiß, dass das noch viele Frauen betrifft und wo du mit Sicherheit auch noch Hoffnung schenken kannst und darfst, und zwar das Thema Periode. Du hast es vorhin angesprochen. Wie sieht das Thema heute aus? Was hat sich verändert? Ich kann schon mal so viel verraten. Es ist etwas, es tut sich was und ich bin auch froh, dass ich da mittlerweile ein Gespür irgendwie verhabt, dass ich merke, da ist wieder was im Wandel, weil es war tatsächlich so, dass letztes Jahr, als ich dieses Essens- oder dieses Food-Programm gemacht hatte, dass ich da hormonell gemerkt habe, oh, es geht gerade in eine Richtung, die vielleicht nicht so gut ist, aber ich habe da wirklich die Augen verschlossen, weil in dem Punkt irgendwie mein Körper so im Fokus war. Ich wollte, dass mein Körper eine gewisse Form hat, auf eine gewisse Art und Weise aussieht, und mir wurde natürlich auch im Außen wieder gespielt mit, oh, ne, schaust gut aus, bist ja richtig schlank, ne, das gefällt einem ja auch erstmal. Und dann will man alles andere, was vielleicht nicht so gut läuft, was auf Kosten dieser, sag ich mal, Tortur geht, dann will man nicht wahrhaben. Und dann war es letztlich so, dass meine Periode eigentlich seit Beginn des Programms immer schwächer wurde und auch immer unregelmäßiger kam, bis sie dann tatsächlich im Februar komplett das letzte Mal da war. Und das heißt, ich hatte jetzt von Februar bis jetzt keine Periode. Und ich habe das sehr, sehr lange versucht zu ignorieren, obwohl es immer wieder in meinem Kopf war. Und ich natürlich auch wusste, es stimmt was ganz und gar nicht. Also es ist gerade einfach was überhaupt nicht richtig mit mir. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach, ich muss dazu sagen, ich bin nicht die krasse Sportskanone, aber ich habe mich
halt schon unter Druck gesetzt, ne? Du musst dich jetzt jeden Tag bewegen und es muss jetzt sein. Auch wenn ich hundemüde war oder total erschöpft, ich habe mich wirklich dazu gezwungen und habe mir selbst immer eingeredet, ja, du brauchst es und es macht dir ja gerade so viel Spaß und hat es eigentlich überhaupt gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Und dann eben natürlich noch damit verbunden, dass ich unterkalorisch gegessen habe. Ich habe extrem viel Gemüse gegessen und ich habe jetzt nicht Low Carb oder so gemacht. Ich habe im Endeffekt alles gegessen, aber überwiegend Gemüse und gerade Fette habe ich schon reduziert. Und das ist halt quasi wirklich das Schlimmste, was man machen kann, wenn es um Hormone geht, weil der weibliche Körper braucht einfach Fette. Das ist einfach super wichtig für die Hormonproduktion. Und diese ganzen Sachen, alles, was ich meinem Körper zugemutet habe, dieses extreme oder diese extremen Gedanken in Bezug auf, ich muss mich jetzt bewegen und ich muss das jetzt tun, verbunden mit, oh, was kann ich denn essen und was darf ich denn essen? Und jetzt darf ich aber nicht zu viel essen, dann aber doch wieder überessen und mich erbrechen. Also immer so dieses Hin und Her. Und dann verbunden mit zu wenig Fett hat halt dann eben einfach dazu geführt, dass meine Periode ausblieb. Und wie gesagt, dann war der Leidensdruck irgendwann so groß, dass ich gemerkt habe, okay, also das ist jetzt wirklich einfach nicht mehr gesund. Dann habe ich das Soul Food begonnen. Und ich wusste, ich muss vermutlich zunehmen, um meine Periode wieder bekommen zu können. Weil ich habe meinem Körper halt signalisiert, da ist nicht genug Energie, da ist nicht genug Fett irgendwie. Du bist gerade eigentlich gar nicht sicher, oder du bist gerade gar nicht gerüstet, ein Kind zum Beispiel zu bekommen. Und dann war halt auch klar, okay, ich muss halt auch in Bezug auf mein Mindset, was Sport betrifft, was ändern. Und das war halt auch ein Prozess, der echt lang gedauert hat. Ich glaube, ich habe so vor 2,5, 3 Monaten aufgehört, so verbissen Sport zu machen. Und habe dann auch angefangen, wieder normal zu essen. Und das war natürlich schon damit verbunden, dass ich öfters auch zu viel noch gegessen habe. Gerade in Situationen, die mich vielleicht getriggert haben. Ne? Gerade Familiensituationen und so weiter. Aber je mehr ich gleichzeitig mehr ins aktive Handeln gekommen bin und mehr das gemacht habe, was mich eigentlich glücklich macht, also was mich eigentlich erfüllt, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet, desto weniger wichtig wurde auch dieses Essensthema, desto leichter fiel es mir auch so zu sagen, okay, ich bewege mich halt, wenn ich das möchte, wenn ich da Spaß dran habe. Und ich fühle das jetzt gerade auch im Alltag immer mehr, so dieses, ach, ich könnte doch mal wieder. Und auch was das Essen betrifft, es wird immer mehr so, dass ich den Teller auch mal, selbst wenn noch was drauf ist, dass ich den stehen lassen kann und es ist okay. Und wenn das mal nicht so ist, dass ich da Probleme habe, dann weiß ich aber auch ganz genau wieder, okay, jetzt ist gerade wieder was im Argen. Aber um jetzt da nochmal drauf zurückzukommen, diese Bausteine, dass ich da eben losgelassen habe mit dem Sport, mit dem Essen, dass ich da wieder normaler gegessen habe und nicht so sehr, oh mein Gott, ich darf jetzt das nicht essen und das hat so und so viele Kalorien. Und einfach, indem ich Ruhe reingebracht habe, hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dass ich einen Anflug meiner Periode bekommen habe und dementsprechend auch einfach gemerkt habe, mein Körper ist viel zu sensibel, der kann damit nicht umgehen, mit dieser ganzen Kontrolle und ich darf loslassen und das muss und darf mir einfach wichtig sein, weil seine Periode zu haben, das ist irgendwie genauso ein wichtiges Zeichen des Körpers wie der Herzschlag, das gehört einfach dazu und deshalb bin ich da mega dankbar und froh, dass auch das sich irgendwie durch Soul Food so langsam lösen darf und ich da auf einem guten Weg bin. Ich habe das Thema auch extra nochmal angesprochen, weil ich weiß, das ist ein Thema, was wir auch häufig versuchen zu kontrollieren. Na, wie du gesagt hast, ich mache dann jetzt den Hormonkurs und versuche da, und ich weiß, dass viele Frauen auch dann zum Frauenarzt gehen und sich dann halt extra die Pille verschreiben lassen, um nochmal Östrogen und so weiter mehr in den Körper zu holen. Und auch das finde ich so eine wichtige Message an dieser Stelle, dass wir nicht unbedingt etwas kontrollieren müssen, sondern genau das Gegenteil machen dürfen, ne? Indem wir lernen, loszulassen und auch wieder beginnen, die Verbindung zu unserem Körper aufzubauen und unserem Körper zu vertrauen, dass wir verstehen, er signalisiert uns doch die ganze Zeit, was er braucht. Wieso soll denn jemand anders mir sagen, was er braucht? Dass dadurch
alles automatisch und ganz natürlich wieder in Bewegung kommen darf. Ja, ja, sehr, sehr, sehr schön. Du hast mir auch im Prinzip meine letzte Frage schon beantwortet, also Thema Essen und Körper. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Ich will vielleicht noch kurz was dazu sagen, was so meine größten Struggles waren, weil ich kann mir gut vorstellen, dass, also ich weiß, wie es für mich war zu Beginn, als ich das alles gehört habe mit, man muss loslassen und man muss im Hier und Jetzt leben und das sind alles Sachen, da habe ich mir so gedacht, boah, nee, jetzt wirklich, ich will jetzt einfach, dass sich das auflöst, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, dass man dann denkt, nee, ich verstehe das einfach nicht, ich komme nicht dahinter, was bedeutet loslassen, was ist das eigentlich? Und ich kann einfach nur dazu ermutigen, da wirklich zu vertrauen, und auch wenn es noch so schwer ist, einfach auch Zeit zu geben und wirklich ganz kleine Schritte zu gehen. Und selbst wenn man merkt, oh, jetzt bin ich einen Schritt zurückgegangen, da auch das Positive drin zu sehen. Ja, ich habe mich früher über Sachen aufgeregt. Jetzt zum Beispiel am Freitag hatte ich auf einmal einen Platten und ich musste mit dem Fahrrad und ich musste dringend zu einem Termin. Und früher wäre ich, glaube ich, total durchgedreht und hätte geschimpft. Und heute einfach so ein Stück weit, dass ich so eine Gelassenheit entwickelt habe, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man kleine Schritte geht und sich nicht überfordert und einfach ausprobiert auch. Und dass man nicht sagt, ich muss jetzt aber alles perfekt machen, weil darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, dass man einfach sich traut, dass man auch mal aus seiner Komfortzone herauskommt und da einfach wirklich drauf vertraut, dass man, wenn man dran bleibt, da auch wirklich auf seinem Weg bleibt und dass man sich nicht entmutigen lässt, wenn man mal in eine schlechte Phase rutscht, weil das war bei mir eben auch ganz oft so, dass ich dann dachte, oh, und jetzt ist alles rum. Nee, ich bin daran tatsächlich gewachsen und irgendwie ist so meine Fallhöhe geschrumpft. Also wenn ich mal irgendwie ein paar schlechte Tage habe, dann fühlt es sich nicht mehr ganz so auswegslos an wie noch vor ein paar Monaten. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man nicht immer versucht, alles bis ins kleinste Detail mit dem Verstand zu ergründen und zu verstehen, sondern wirklich einfach guckt, was sagt mein Gefühl mir und was tut mir gut. Und das, was mir gut tut, darf ich weitermachen. Und das, was mir nicht gut tut, das darf ich dann auch wirklich loslassen. Und ich muss mich nicht dazu zwingen, das Programm XY zu fahren, sondern ich darf mich auf mich verlassen. Ja. Genau. Auch ein ganz wichtiger Punkt, da sind wir eigentlich wieder genau beim Thema Wald. Ne? Also es wird passieren, das soll auch passieren, dass auf diesem Weg wir halt mit Herausforderungen konfrontiert werden, die aber eigentlich dafür da sind, dass wir weiter wachsen können. Und ich finde es schön, dass du sagst, diese Fallhöhe hat sich verändert, weil genau das ist es eigentlich. Wir steigen so nach und nach in einen neuen Gefühlszustand. Deswegen sage ich immer, der Prozess ist auch damit einhergehend, dass wir einfach einen neuen Seinszustand aufbauen, durch eine neue Verbindung, durch einen neuen Umgang mit unseren Emotionen, dass wir uns kennenlernen. Und es geht hier gar nicht, eben nicht um Perfektion. Wenn eine Sache beim Heilungsprozess nicht da sein sollte, dann ist es Perfektion und Druck und Kontrolle und all das, was wir sonst so gewohnt sind. Ne? Sondern, ja, wie du sagst, genau das Gegenteil. Loslassen, wieder aufstehen, vertrauen, daran wachsen und lernen und zu wissen, wir gehen halt gerade durch diesen Wald, aber dahinter befindet sich der Weg oder das Leben, was ich mir wünsche. Aber bis dahin ist es ein Weg, es ist ein Prozess und der darf so lange in meinem Rhythmus gehen, wie er halt dauert. Ja. Sehr, sehr schön. Leonie, vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast. Gibt es vielleicht noch irgendetwas, was du der Hörerin gerade mitgeben möchtest, die das hier gerade hört? Ich überlege. Ich merke gerade einfach, es war jetzt für mich auch so eine Rekapitulation der vergangenen Monate und es ist einfach wahnsinnig viel, was man sagen könnte und gerne sagen würde. Jeder hat da irgendwie so sein, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Jeder, was man sich immer wieder vor Augen führen darf, jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat sein eigenes Wertekonstrukt, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und so viel
Stärke man auch aus dem Austausch mit anderen ziehen kann, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer auch bei sich bleibt und nicht zu sehr in den Vergleich geht, weil beim einen geht es schneller, beim anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Und dass man sich da keinen Druck macht und dass man vor allem auch nicht in so eine Bewertungsspirale verfällt, im Sinne von, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, sondern wirklich das einfach annehmen, was ist, und damit dann arbeiten und eben nicht ständig irgendwie in irgendeinen Vergleich gehen oder sich irgendwelche Etappenziele setzen, weil das lässt sich einfach nicht. Das ist einfach utopisch. Das funktioniert so nicht, wie du sagst. Ne? Du gehst die eine Abzweigung und dann ist da ein Riesenhügel und den musst du erstmal überwinden und du wusstest vorher nicht, dass er da ist. Ne? Und aber genau das macht es halt aus. Und da ist es wichtig, dass man bei sich bleibt und nicht zu sehr in den Vergleich rutscht. Das ist nochmal ein sehr, sehr schöner Punkt, den du angesprochen hast. Vergleiche ist natürlich auch immer der direkte Ausdruck eigentlich unseres Werts, den wir aufgebaut haben mit Leistung. Ne? Also perfekt sein zu wollen, gut sein zu wollen, natürlich auch von unserer Leistungsgesellschaft. Und wirklich da sich bewusst machen, in unserem Heilungsprozess gibt es das einfach nicht. Hier gibt es keine Vergleiche, hier gibt es kein besser, hier gibt es kein schlechter, sondern hier geht es um meinen Weg und mich zu erfahren, mich zu ergründen und die Beziehung zu mir aufzubauen und meinen Weg zu finden. Genau. Sehr, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Leonie, fürs Teilen. Ich glaube, dass du ganz, ganz viele Frauen gerade nochmal abholen konntest, dass sie sich in deiner Geschichte wiederfinden konnten. Und ja, von Herzen Dankeschön. Ja, von Herzen danke, dass ich dabei sein durfte. Das war echt eine tolle Erfahrung auch. Und auch da an der Stelle nochmal, es hat mich Mut gekostet, das zu tun. Aber es ist, ich habe jetzt gelernt wieder mal, okay, es war deutlich weniger turbulent oder was auch immer man sich da ausmalt. Von daher, es lohnt sich immer irgendwie was zu tun, wovor man vielleicht erst mal Angst hatte. Und ja, deshalb danke für die Erfahrung. Ich danke dir. Okay, und an alle anderen noch einen wunderschönen Sonntag. Falls du noch eine Frage haben solltest, auch an Leonie, dann kannst du mir sehr, sehr gerne auch auf Instagram einfach schreiben und ich leite das Ganze weiter. Und genau, dann habt noch einen wunderschönen Sonntag. Dir, Leonie, auch einen wundervollen Tag noch und ja, bis dahin.